So, meine lieben Wanderfreunde, mit ein bisschen Verspätung schaffe ich es jetzt endlich mal, zumindest die paar Aufnahmen, die ich während des Marsches gemacht habe, euch hochzuladen. Nicht wundern, es ist eigentlich nicht dazu gedacht gewesen, daraus ein YouTube-Video zu machen, sondern es war eigentlich eher so die Begleitung über Instagram für Familie, Freunde und so weiter. Aber aufgrund dieser geilen Erfahrung habe ich gedacht, ich mache daraus trotzdem ein kleines Video. Entschuldige mich vorher schon mal für die Qualität und dadurch, dass es halt hochkant ist, aber denke, ihr werdet trotzdem dran Spaß haben. Ich werde das zwischendurch einfach ein bisschen begleiten mit meinen Gedanken, mit meinen Gefühlen, was wir in der Zwischenzeit so erlebt haben, was uns durch den Kopf ging und hoffe, ihr habt Spaß. Video ab. Wie sind wir darauf jetzt eigentlich gekommen? Ja, eigentlich die Idee kam schon 2019. Wir haben gedacht, wir werden mal eine Runde uns sportlich betätigen. Fahrradfahren, Joggen, Schwimmen, alles viel zu anstrengend. Und verliert man schnell die Lust dabei, weil die Kondition einfach blöd ist. Also, was macht man? Geht laufen. Und zwar wandern. Ein Fuß immer schön am Boden. Mein Sohnemann hatte damals auf YouTube eben so Marschvideos gesehen und kam so zu mir und sagte, hey, das wäre doch cool, können wir doch eigentlich mal mitmachen. Ja, okay. Ich habe das mit zum Stammtisch getragen und wie das dann so ist, wenn es heißt, halt mal mein Bier, fand sich noch ein weiterer Kollege, der Carsten, der sagte, ja, mach ich mit. Also begannen wir Anfang 2020 unser Training. Und haben regelmäßig versucht zu laufen und haben uns auch gesteigert bis auf etwa 50 Kilometer Streckenlänge. Und waren guten Mutes, dass das klappen würde. Leider hat dieses böse C-Wort uns einen Strich durch die Rechnung gemacht, weil der Megamarsch Stuttgart 2020 nicht stattfinden konnte. Also waren wir vor einer ersten Hürde, die Motivation zu finden, noch einmal uns aufzuraffen, das Training ein weiteres volles Jahr durchzuziehen. Und natürlich waren wir nicht ganz so motiviert und nicht ganz so diszipliniert wie im Jahr davor. Aber wir haben es trotzdem gemacht und haben auch relativ kurz vor dem Marsch nochmal eine Teststrecke von etwa 60 Kilometern geschafft und waren uns auch ziemlich sicher, das können wir schaffen. Aber jetzt lasst euch überraschen, das Video beginnt mit den ersten Kilometern. So, Freunde des gepflegten Wanderns, wir sind vor Ort, wir haben es mittlerweile durch den Check-in geschafft und sind jetzt hier noch ein bisschen auf dem Warten, dass dein Kollege Carsten sich sein T-Shirt abholt. Aber wir haben uns da hinten einfunden, wo gerade hier die Leute sich befinden und dann eine Runde irgendwie in der Zeit bis 12.15 Uhr mitstarten. Also, wir sehen uns auf der Strecke nachher. Gott, waren wir aufgeregt. Das ist so eine Anspannung zu Anfang. Vor allem, man weiß ja doch nicht so genau, was kommt auf einen zu, schafft man das? Gerade der Stuttgarter Megamarsch hat extrem viele Höhenmeter, einen der meisten mit. Also da gibt es wenige Märsche, die mehr haben. Und dazu kam noch eine Streckenänderung kurz vor Beginn der Strecke. Wir haben also 2-3 Tage vorher erfahren, dass das keine Rundstrecke werden wird, sondern dass wir zweimal, einmal nach links, einmal nach rechts weg sozusagen, eine Strecke hin und auch gleich wieder zurücklaufen werden. Das macht es besonders schwierig, weil wir auf unseren Märschen schon festgestellt haben, wenn wir wissen, was auf uns zukommt, weil wir die Strecke schon mal gelaufen sind, dann ist das für den Kopf wahnsinnig schwer. Und auf der anderen Seite aber auch interessant, dass man natürlich das, was man sonst nirgends hat, auch Leute mal wieder sieht, die entweder vor oder hinter einem laufen. Die bleiben ja normalerweise entweder weit vor einem oder weit hinter einem und diesmal konnte man immer wieder mal Hallo sagen. Also, voller Elan und voller Nervosität standen wir jetzt am Start und liefen los. Ich guck doch mal ein bisschen auf die Uhr. Ist denn hier irgendwie? 3, 2, 1, viel Spaß, leichte Beine. Haltet am besten nochmal eure Arme hoch mit den Bändchen so. Wir machen es jetzt wirklich. Und ich wünsche euch viel, viel Spaß. Moin zusammen. Wir sind mittlerweile so weit fortgeschritten, dass es nur noch 99 Kilometer sind. Also der erste Kilometer ist geschafft. Wir laufen hier fleißig am Neckar lang, im Moment auf der Ebene. Alles toll. Aber wir haben da echt schon Sachen gehört von diesem Menschen namens Carsten hier, wie die Strecke sich entwickeln soll. Ich habe gesagt, er hat bitte den Mund zu halten. Das demotiviert mich. Also bis später. Ja, der erste Kilometer ist geschafft.
Und das Interessante bei der Sache ist ja, mein Laufpartner Carsten und ich, wir ergänzen uns hervorragend. Ich hasse Treppen, ich hasse Steigungen, ich komme da immer aus der Puste. Liegt vielleicht auch daran, dass ich Raucher bin. Auf jeden Fall zieht der Carsten an der Steigung immer los wie ein Irrer. Und ich bin dafür auf der Geraden eher der Ziehende. Also immer wenn der andere so ein bisschen schwächelt, dann können wir uns da gegenseitig gut unterstützen und ich versuche mich bergauf halt an ihn dran zu hängen. Aber er ist natürlich clevererweise am Wochenende vorher die Strecke schon mal abgefahren und wusste, dass diese Steigung, die nach dem Neckar kommt, echt böse ist. Und dass von da oben die Häuser ganz klein aussehen. Und das wollte ich überhaupt nicht hören, weil ich wohl wusste, was auf mich zukommen wird. Naja, schaut selbst. So, Freunde des Wanderns, die ersten 5 Kilometer sind nach etwa einer Dreiviertelstunde geschafft. Wir haben, wie man an meinem Schwitzen sieht, auch schon die erste Steigung erwischt. Wir sind mittlerweile ganz gut weit oben und weiter geht's. Also wie man nach den ersten 5 Kilometern schon gesehen hat, ich war schon gut am Schwitzen. Es ging ordentlich berghoch, wir waren oben auf den Weinbergen zu dem Zeitpunkt. Und das geht schon ziemlich in die Knochen. Es war eine Steigung jenseits von Gut und Böse. Und wir wussten, wir werden diese noch zweimal runter und noch ein weiteres Mal hochlaufen aufgrund der Streckenführung. Gut, aber insgesamt ging es gut. Nach 5 Kilometern, was will man? Also wenn man regelmäßig trainiert, ist klar, da ist man noch nicht weit, da ist man gerade mal warm eigentlich. Wir waren auch noch ganz gut unterwegs, es waren ja immer so kleinere Startgruppen mit ein paar Leuten, keine so großen, das heißt man konnte auch zügig laufen, hing nicht großartig hinter dem Pulk, konnte auch gut mal überholen. Wir mussten echt aufpassen, dass wir nicht zu schnell werden, also dass wir uns da nicht von vornherein überanstrengen, denn das Ganze sollte ja mit 100 Kilometer abschließen. Aber eine große Hürde stand uns auf jeden Fall noch bevor, und zwar das Wetter. Es war von vornherein angesagt, das Wetter änderte sich natürlich von Tag zu Tag. Man wusste überhaupt nicht, was kommt jetzt auf einen zu. Aber es war klar, es wird wahrscheinlich einmal regnen. Und das Problem ist, da wo wir wohnen, da kommt das Wetter her. Und man weiß, an der Stelle, wo man sich dann befindet, in Stuttgart, kommt das Wetter so eine halbe Stunde, Stunde später an. Darauf das nächste Video. So, es ist soweit. Der Regen ist da. Wir sind schon bestens ausgestattet und, falls man sieht, unsere Schuhe sind getaped, sodass sie auf jeden Fall trocken bleiben. Also, im Moment rundherum, die Leute bleiben stehen, kleiden sich um. Bis später. Ja, genau. Regen hat uns erwischt. Und zwar so richtig. Wir haben die Informationen aus dem Ort vorher, sprich unserem Heimatort, schon bekommen, dass hier etwa 15 Liter runterkommen und das richtig strömender Regen. Also das war wirklich ordentlich nass. Wir haben zum Glück vorher schon, wie ihr gesehen habt, unsere Schuhe getaped. Gut, Vorteil, die Schuhe werden von außen nicht nass. Auf der anderen Seite, atmungsaktiv ist das auch nicht. Also wer weiß, ob wir durchs Schwitzen der Füße nicht doch nassere Socken hatten als ohne. Wer weiß. So, wir sind bei Kilometer 12. Der erste Regenschauer ist durch, wir sind gut durch, Hose ist klatschnass, egal, trocknet auch wieder. Im Moment läuft alles echt gut, schöne Strecke bisher, auch alle Steigungen gehen hervorragend. Noch 8-9 Kilometer bis zum ersten Versorgungspunkt und dann werden wir wahrscheinlich, wenn der Regen dann rum ist, auch unser Tape von den Schuhen reißen, trockene Socken anziehen. Bis nächstes Mal. Laut der Uhr, an der wir vorbeikommen. 15 Kilometer jetzt geschafft, in also 2,5 Stunden etwa. Heißt, unser Schnitt liegt so bei knapp unter 6 Kilometer. Vollkommen in Ordnung. Regen ist schon wieder vorbei, Jacke ist schon wieder ausgezogen, Sonne scheint. Aber das, was da hinten kommt, ich weiß nicht, ob schon durch ist. Gucken wir mal. Naja, irgendwie muss man schon, weil die Richtung war da, wo wir normalerweise das Wetter herkriegen. Ne? Und es war davon auszugehen, dass wahrscheinlich nochmal ein Regen kommen wird. Also haben wir die Regenjacke nicht ganz so weit weggepackt, auch wenn die eigentlich schon nass war. Allein durch Schwitzen von innen, durch den Regen von außen, das Ding war sackschwer. Und wir hatten durchaus auch ein bisschen nasse Füße und wir haben schon aus den vorherigen Wanderungen bemerkt, nasse Füße, ganz blöd, mit allen Schutzmaßnahmen, Hirschstreik, doppelwandige Socken, atmungsaktive Schuhe, alles für den Arsch. Aufgeweichte Füße und Blasen sind eins. Ja. Das heißt, unser nächster Zielpunkt war erstmal zu gucken, dass wir möglichst zügig diese Socken wechseln können.
Dazu haben wir den ersten Versorgungspunkt benutzt. So, Freunde, wir verlassen den Versorgungspunkt 1 nach ca. 20 Kilometern und machen uns auf den Weg für die nächsten 20. Bis nachher. So, den ersten Versorgungspunkt haben wir eigentlich nur genutzt, um uns kurz was zwischen die Kiemen zu schieben, Wasservorrat wieder aufzufüllen und die Socken zu wechseln. Also 5 Minuten kurz hinhocken, weiter ging's. Es war auch nach den ersten knapp 20 Kilometern noch keinerlei Erschöpfung zu merken. Also wir waren echt gut drauf, wir waren fit, alles gut, alles bestens. Und ich habe noch nie so geil Gewürzgurken gegessen. Das war so spitze. Man schätzt das so im normalen Leben gar nicht, aber da war das, boah, wir haben uns jedes Mal drauf gefreut. Danke. So, noch ein kurzes Update. Wir haben noch die Höhenmeterangabe. Wir sind bis zu dem ersten Punkt 537 hoch, 284 runter. Die gleiche Strecke laufen wir aufgrund der tollen Wegführung jetzt wieder zurück. Haben damit aber schon zumindest die Motivation, neben den Anstiegen, die uns bekannt sind, dass wir nur die Hälfte von dem nach oben laufen und das Doppelte von dem runterlaufen, was wir auf dem Herweg hatten. Ciao. So, wir haben soeben die 25 Kilometer überschritten. Das heißt, ein Viertel der Strecke ist geschafft. Wir laufen jetzt gerade wieder Richtung Start in die Richtung zurück, bevor es dann in die andere Richtung in die Schleife geht. Also gucken wir mal, wahrscheinlich zum nächsten Versorgungspunkt sollten wir es geschafft haben, bis die Dunkelheit eintritt. Weiter geht's. So, wir sind jetzt bei Kilometer 31 irgendwas und es fängt schon wieder an zu regnen. Hoffen wir mal, dass es nur so ein paar Tröpfchen sind und nicht wirklich nass wird wie heute Nachmittag. Denn dann ist das paar Socken, was jetzt trocknet am Rucksack, wieder durch. Und das, was wir anhaben, wahrscheinlich auch. Mehr Wechselsachen haben wir nicht dabei. Also, drückt die Daumen. Oh ja, das war echt unsere größte Angst, dass nochmal richtig anfängt zu regnen und richtig wir nochmal nasse Füße kriegen. Weil es war so ganz klar, man hatte halt ein paar Wechselsocken dabei. Das Ziel war eigentlich, ja, das eine mal trocken zu lassen, das andere wieder rauszuhängen. Aber die anderen waren so nass. Keine Chance. Also die haben es bis zum Abend gerade so geschafft, klamm zu werden, aber nicht trocken. Wenn die nass geworden wären, dann weiß ich nicht, wie es da weitergegangen wäre. Also da, wir mussten zwar zwischendurch die Jacken rausziehen und haben die auch nochmal angezogen für 5 Meter, aber es ist zum Glück nur halb Regen geblieben, dass bei den Füßen nicht viel angekommen ist. So, knapp 35 Kilometer haben wir. Der Regen hat uns trotzdem noch erwischt. Aber nicht so stark. Bisher Glück. Jetzt hoffen wir mal, dass es nicht noch tragischer wird, wenn wir die Jacken hier wieder rausholen müssen. Gerade Monsteranstieg gehabt hier. Nicht zu empfehlen, wer sich sowas ausdenkt. Gesund kann das definitiv nicht sein. Wer macht sowas? Ja, natürlich immer so nach Anstiegen, wenn man so außer Atem war, dann hat man auch nach 30 Kilometern schon angefangen zu zweifeln und sein Kopf hat gesagt, Alter, was machst du hier, wie bekloppt ist euch eigentlich, wer denkst du dir dabei? Aber niemals war bis zu dem Zeitpunkt der Gedanke da, dass wir gesagt haben, wir können nicht weiter oder wir kommen nicht weiter oder wir machen nicht weiter. Keine Chance. So machten wir uns also auf zum zweiten Versorgungspunkt, der gleichzeitig auch der Startpunkt war, um dort das erste Mal richtig Pause zu machen. So, Moinsen, wir sind an Verpflegungspunkt 2 angekommen, ungefähr so vor 10 Minuten. Haben jetzt mal uns ein bisschen sortiert, ein bisschen was zu futtern geholt. So, was Gesundes, Leute. Unglaublich, ich muss krank sein. Aber ich hatte auch schon Marmeladenbrot und Milchbrötchen, Salzstangen, Gummibärchen. Wenn ich noch irgendwo jetzt einen Kaffee herkriege, dann ist perfekt. Bis nachher. Ja, also das muss man ganz klar sagen, die Versorgungspunkte, die Leute, die da als Volunteers unterwegs waren, wunderbar, herzlichen Dank nochmal, absoluten Daumen hoch, ganz klasse, was ihr uns unterstützt, gepusht habt, auch mit echt guter Laune hinterm Tresen. Immer da, immer hilfsbereit, immer was angeboten, alles möglich gemacht. Das war echt spitze. Und die Versorgung, wie gesagt, alles da, was Herz begehrt und echt für jeden was Leckeres dabei. Und man muss ganz klar sagen, ich bin eigentlich eher so der Schnitzelesser. Dass ich mal eine Banane auf dem Tisch habe. Da haben mich meine Freunde, die Insta-Story damals gesehen haben, gefragt, ob ich krank wäre. Nein, war ich nicht. Aber in der Banane ist halt alles drin, was man so braucht.
So, Volkspolizeipunkt. Also Versorgungsbosch 2 verlassen wir jetzt. Nach irgendwas um die 38 Kilometer. Und auf geht's in die zweite Runde. Wie ihr am Licht seht, da ist schon nicht mehr viel. Die Sonne geht da hinten irgendwo unter. Noch ist keine Stirnlampe erforderlich, aber alles so weit im Rucksack gerichtet, dass man an die Nachtsachen zügig rankommt. Wir laufen jetzt wieder ein Stück aufgrund dieser tollen Streckenführung, dass wir heute sozusagen schon zweimal gelaufen sind. Einmal hin, einmal zurück, jetzt nochmal hin. Und später, wenn wir irgendwann morgen hoffentlich die letzten Kilometer machen, dann werden wir dieses Stück hier, was wir jetzt gerade wieder rauslaufen, zurück, auch auf uns nehmen müssen. Also, auf den nächsten 20 Kilometer. Versorgungspunkt 3 müsste irgendwo bei 57 Kilometer sein. Zwischendurch hörbar. Ja, also wie man merkt, es waren zu dem Zeitpunkt so 38, 39 Kilometer ungefähr gelaufen. So ein bisschen Matsche ist man im Hirn schon. Also das ist nicht so ohne. Ne? Wenn man denkt, nach 40 Kilometer, das kann ja genau gar nicht sein. Also hast du 100 mal 40 Kilometer gelaufen. Das ist doch nichts. Ja, aber es war abends und wie man an meinem Sprachfehler mit Volkspolizeipunkt hört, oder VP im Kopf irgendwie, ja, war ganz klar, wir müssen echt aufpassen, dass wir ausreichend essen und trinken. Das vergisst man ganz schnell mal. Ja, es war schon abends und dementsprechend war klar, wir werden jetzt so langsam in die Nacht laufen. Das war für uns was ganz Neues, das haben wir noch nie gemacht. Wir haben uns immer mal vorgenommen als, ja, als Übungslauf, aber nie gemacht. Also war spannend. Wir wussten noch nicht, wie wir das machen können. Ich bin generell Nachtmensch, also ich bin auch so öfter mal die halbe Nacht wach und gehe erst um 1 oder um 2 morgens ins Bett. Aber der Carsten ist da eher weniger der Typ. Der geht abends normalerweise ins Bett und wacht wieder auf, wenn es hell wird. Und das sollte eine Herausforderung werden. So, Kilometer 40. Ja, und was dann halt irgendwann passiert, wenn man sowieso keine Ahnung hat und sowieso kein Plan und schon seit einem halben Tag auf den Füßen und eigentlich schon müde und dunkel und sowieso und komisch und überhaupt, man macht Faxen. I'm walking. In the night I'm walking. Oh Gott, wir werden verfolgt. Da sind ganz viele komische Lichter hinter uns. Hilfe! So, ab durch den dunklen, dunklen Wald. Muss man echt aufpassen hier auf Wurzeln. Da stolpert man gerne. Oh ja, das war echt eine Herausforderung. Also dieses Waldstück, puh. Wir haben echt nicht viel Licht gehabt. Man konnte wirklich nur so ein bisschen den Kegel vor sich auf dem Boden sehen. Und ich habe es regelmäßig geschafft. Insbesondere während ich halt mit meiner Kamera gefilmt habe, mir die Zehen anzurammeln an irgendwelchen Ästen. Man ist umgeknickt. Es gab auch, habe ich im Nachhinein gehört, den einen oder anderen, der an dieser Stelle aufgeben musste, weil er sich verletzt hat durch Umknicken oder Gegenstoßen und deswegen aufgrund Schmerzen später nicht weiterlaufen konnte. Und es waren wirklich teilweise Wege, die im Stockdusterin lagen, mitten im Wald, teilweise auch sehr eng. Das muss man schon echt aufpassen und mit Schnelllaufen ist da nichts. Da geht es wirklich eher darum, vorsichtig und langsam und durchkommen. Leute, ist das nicht ein herrliches Panorama hier? Aber wir wurden natürlich auch, als wir das Waldstück durchschritten hatten, schon auch ein Stück weit gut entlohnt mit Ausblicken auf Stuttgart, auf Fellbach. Das war herrlich. Also das hatte so dieses Flair der Nachtwanderung von früher, wenn so als Kind da mit der Taschenlampe unterwegs warst oder mit der Fackel oder so. Das war so richtig cool. Also ich habe es absolut genossen. Auch wenn es anstrengend war und wenn es eine komische Uhrzeit war für Anstrengungen und wir ja langsam so auf die Hälfte zugingen und eigentlich immer die ganze Zeit darauf warteten, wann wir jetzt eigentlich mal das 50-Kilometer-Schild sehen, weil nach unserer Rechnung hätte es schon lange da sein müssen. So, Freunde, nach der Wanderei und so weiter, die 50-Kilometer-Marke haben wir erreicht, auch wenn das Schild eigentlich schon vor 1-2 Kilometer hätte kommen sollen. Aber gut, wie immer so wie es ist. Am Versorgungspunkt 3 angekommen nach 54 Kilometern war es richtig geil. Es gab eine Linsensuppe, also was Warmes im Magen.
Und dazu Brühe. Ich habe es mit dem Salz, also ich konnte Salzstangen nicht mehr sehen, ich konnte ihn nicht mehr essen. Ja, das war der Zeitpunkt war rum. Aber diese heiße Linsensuppe mit einem Löffel Brühe verrührt drinnen, zwar super salzig, aber mega lecker, war hervorragend. Und auch sehr gut, es gab am Versorgungspunkt 3 Cola. Ich habe das schon öfter gemerkt auf meinen Wanderungen, wenn ich in Unterzucker gerate, also wenn das, was man im Blut frei verfügbar hat, was aus den Muskeln wieder resorbierbar ist, um den Blutzucker zu füllen, irgendwann verbraucht ist, dann dauert es länger, bis aus dem Fett heraus die Umwandlung so stattfinden kann, dass man ausreichend hohen Blutzucker verfügbar hat und damit Leistung. Ja, man braucht ja Energie. Und dieser Moment, den merke ich immer dann, wenn ich absoluten Hieber auf Cola kriege. Ich trinke sonst im Jahr ein- oder zweimal Cola. Aber an diesen Tagen merke ich das gewaltig und dann becherweise. So, mitten in der Nacht. Wir haben es kurz vor Mitternacht. Wir verabschieden uns jetzt vom Versorgungspunkt 3 bei Kilometer 54 und absolvierten 1122 Höhenmetern und werden jetzt uns auf den nächsten 13 Kilometer machen bis zu einem Zwischenversorgungspunkt, der eingerichtet wurde, weil der nächste reguläre erst in 32 Kilometern wäre. Wie man sieht, mittlerweile sind wir schon ein bisschen mehr eingepackt. Temperaturen sinken jetzt gewaltig. Und nachdem wir jetzt so knappe halbe Stunde ausgeruht haben, sind wir natürlich auch schon wieder ganz schön ausgekühlt. Also müssen wir ein bisschen Dampf machen jetzt wieder. Ach, Dampf. Guck mal, wie das aussieht, wenn man hier so mal eine halbe Stunde rumgesessen ist und die Füße wieder in Gang kriegen muss. Also, ich melde mich, sobald wir wieder ein bisschen mehr Licht haben. Ciao. Ja, also nach diesen 54 Kilometern wieder losmarschieren, nach so einer 20, 30-minütigen Pause, da haben wir wahrscheinlich auch ein bisschen zu lang gesessen, aber wir brauchten es einfach, haben wir echt Schwierigkeiten gehabt, wieder in Gang zu kriegen. Man kühlt echt schnell wieder aus und dann machen die Muskeln erstmal nicht so richtig mit und die Füße tun dann schon ein bisschen weh. Nichts Tragisches, also wirklich alles noch so gut gewesen, dass wir gesagt haben, kein Problem, wir können weiterlaufen. Erste Blasen hatten sich bei mir schon gebildet. Ich habe das erste oder zweite Blasenpflaster schon geklebt. Aber alles schmerztechnisch gut auszuhalten. Nichts Großes, nichts Dickes. Und dann sollte es diesen Zwischenversorgungspunkt geben, weil durch diese schnelle, kurzfristige Streckenumplanung wäre sonst zwischen VP3 und VP4 eine Strecke von etwa 30 Kilometer gewesen. Und das wäre echt eine Hausnummer geworden, weil der auf dem Rückweg erst wieder bei Kilometer 84 oder sowas wäre. Deswegen wurde zwischen noch ein kleiner Punkt aus dem Bus ausgerichtet, also aus dem Transporter, wo es zumindest mal so einen kleinen Snack und ein bisschen was zu trinken gab. Und das sollte eigentlich bei Kilometer 67 sein. Mein Navigationssystem zeigte, als wir dort ankamen, aber Kilometer 70 an. Demnach hatte ich eigentlich schon 3 Kilometer mehr auf der Uhr, als wir hätten eigentlich laufen sollen, obwohl wir der Strecke vollkommen so gefolgt sind, wie ausgeschildert. Also war für uns da schon die Frage, na, wie viele Kilometer werden wir denn wohl am Ende überhaupt haben, wenn wir jetzt schon 3 Kilometer über der Sollstrecke sind. So, bei Kilometer 70 darf man auch mal eine kleine Liegepause machen. Also genießen wir ein bisschen die Ruhe und hoffen, dass wir nachher wieder aufstehen können, ohne dass wir Hilfe brauchen. Ja, mit Kilometer 70 haben wir gemerkt, das wird gewaltig. Man hat erste Ermüdungserscheinungen gehabt. Ich muss hier meinen Kumpel Carsten noch mal ganz klar herausheben. Der hat so bei Kilometer 50 noch vor dem VP3 irgendwas mit dem Oberschenkel hinten rechts gehabt und konnte schier Steigungen, insbesondere Treppen, nur noch ganz schlecht laufen und wollte mich aber nicht allein lassen und ist mit mir weitergelaufen die ganze Strecke. Ja. Und wir sind dann von Kilometer 70 weg. Ihr habt gesehen, ich habe da schon gelegen und musste mal die Füße ausstrecken, mal die Beine hoch, dass die ein bisschen abschwellen. Jeder Schritt hat wehgetan mittlerweile. Und ziemlich zu Beginn des Laufs haben wir uns mit Leuten unterhalten, die das schon öfter gemacht haben und die sagten einen cleveren Satz, den ich so gar nicht glauben wollte, aber in dem Moment sehr gut nachvollziehen konnte. Die sagten, die ersten 70 Kilometer sind so anstrengend wie die letzten 30. Und die haben recht gehabt. Mal gucken, was mit den restlichen 30 Kilometer passiert und ob wir bei VP4 ankommen werden. So, viel ist von uns immer noch nicht zu sehen. Es geht auf halb vier oder es ist knapp halb vier durch.
Wir sind jetzt vom Zwischen-VP weg nach angeblich 67,7 Kilometer. Auf meiner Navigation steht 71 Kilometer. Die Kilometerbeschreibung hier passt vorne und hinten nicht zusammen. Also ich bin mal echt gespannt, bei wie vielen Kilometern wir wohl landen werden, wenn wir im Ziel ankommen. Wollten. Wir machen uns jetzt auf den Weg zurück zu VP4. Ja, auch VP3 war das, so eine Runde. Und hoffen mal, dass wir da halbwegs ankommen. Man merkt die Muskeln schon ganz gewaltig. Die Füße genauso. Wir müssen jetzt ein bisschen langsamer machen. Wir haben im Moment immer noch einen Schnitt von 5,4 gehabt. Aber das halten wir so nicht. Und im Wissen, welchen Weg wir zurückgehen, was der gleiche ist, den wir hierher gelatscht sind, wissen wir auch, was an Steigung auf uns zukommt. Das macht das Ganze nicht leichter. Also drückt uns die Daumen. So, also wie ich sehe, habe ich bei VP4 nachher gar keine Aufnahme mehr gemacht. Ich war einfach zu fertig. Ja, wir haben die Kilometer 84 war der VP4 angesteuert, haben den auch erreicht, haben dann dort nochmal so etwa 20, 30 Minuten Pause gemacht. Wir haben aber schon dort gesehen, da kommt erstmal relativ wenig an. Und selbst dort angekommen habe ich einige erlebt, die in ihrer Gruppe oder mit ihren Mitläufern gesagt haben, ich kann nicht mehr, ich gehe nicht mehr weiter, ich schaffe das nicht, ich muss aufhören. Gab durchaus einige, die dann sich auch an dieser Stelle dort haben abholen lassen. Wir waren auch ziemlich am Ende schon. Ich hätte im Sitzen einschlafen können. Wir haben uns nochmal so eine leckere Linsensuppe geholt, weil das ja der gleiche Versorgungspunkt war wie der Dreier, dadurch, dass wir die Strecke ja wieder zurückgelaufen sind. Und somit schon wussten, was es da gibt und wo es das gibt und alles super. Aber dann sich wieder aufzuraffen, das war schwer. Ihr werdet es gleich sehen an meinem Gang. So, nach Pause mit Blasen an die Füße und dicke Füße und schwere Füße sieht mein lustiger Wanderschritt so aus. Wird noch besser, aber für den Anfang. So, also wir sind jetzt vom verletzten Versorgungspunkt wieder los. 85 Kilometer sind geschafft. 15 ungefähr noch vor uns mit einem Endgegnerberg, der uns noch alles abverlangt. Die Muskeln brennen, die Füße tun weh, Kondition ist im Arsch, Kreislauf spinnt. Ganz normaler Wahnsinn. Naja, kriegen wir auch noch hin. Wir wollen alles versuchen, ins Ziel zu kommen. Bis später. Also das war der Moment, wo wir teilweise echt an uns gezweifelt haben. Und also unsere Kräfte waren einfach erschöpft. Leichteste Steigungen haben uns teilweise echt den Kreislauf sowas von in die Knie getrieben. Trotzdem wir versucht haben, Flüssigkeit zu uns zu nehmen, durchaus auch schon zu dem Zeitpunkt 7-8 Liter Flüssigkeit in uns haben. Inklusive aller Elektrolyte, die man so zu sich führen müsste in entsprechender Menge. Also das sollte eigentlich alles da gewesen sein. Alles gut. Ja? Und trotzdem hat uns unser Körper gezeigt, halt langsam ist eine Grenze erreicht. Man muss auch ganz klar dazu sagen, wir hatten ja bisher nur so die 60 Kilometer mal am Stück gemacht. Und wir waren ja so weit noch nie gelaufen. Was wir echt überrascht waren, ist, wie schnell die Zeit verstrichen ist. Und als wir von dem letzten Versorgungspunkt weg sind, war es schon kurz, weiß ich nicht, 7:30 morgens. Ja, also wir hatten dann noch 4,5 Stunden Zeit für die letzten 15 Kilometer und haben uns gesagt, okay, wir brauchen uns an sich keinen Stress machen, weil wir von der Geschwindigkeit müssten wir das eigentlich schaffen. Aber wir sind natürlich von Mal zu Mal auch langsamer geworden. Und ich habe ganz besonders auch immer mehr Pausen gebraucht zwischen den Steigungen und musste richtig durchschnaufen und aufpassen, dass ich eben nicht aus der Latschen kippe. So, auf die letzten 10. Also, liebe Wanderfreunde, wir sind gerade hier den Berg hochgelaufen und haben hier einen hervorragenden Blick über Fellbach. Das sind dann so die Momente, wo man echt genießen kann. Schicke ich euch nachher mal ein Bild. Aber hier allein, wie das hier noch im Nebel liegt. Schon genial. Also, ihr seht, es geht noch einen Berg hoch, die Suppe läuft. Aber die letzten, naja, nicht mal mehr 10 Kilometer sind es. Schaffen wir.
So, Freunde der gepflegten Wanderblase, wir sind bei Kilometer 95 angelangt. Noch nicht ganz. Wir brauchen ungefähr noch 17,2 Schritte, weil unsere Schritte mittlerweile schon so klein geworden sind, dass wir Hauptsache irgendwie vorwärts. Wenn man so lange unterwegs ist, auch wenn man immer in Begleitung läuft, und wir sind ja immer zu zweit unterwegs gewesen, wir haben uns gegenseitig den möglichen Geschwindigkeiten angepasst und keiner ist großartig irgendwie vorgelaufen oder sowas. Trotzdem gab es natürlich Zeiten, wo wir wirklich auch mal eine Stunde oder zwei nicht ein Wort miteinander gewechselt haben, weil das zu anstrengend war. Also man hat dann irgendwann einfach nicht mehr die Kraft und auch keinen Bock mehr, irgendwas zu sagen. Und bei meinem Kumpel Carsten war es so, entweder habe ich zu undeutlich geredet oder aber er hat zu schlecht gehört. Ich habe manchmal Dinge zweimal sagen müssen und allein das hat mich schon aufgeregt. Tierisch! Ja, aber nicht, weil es nervig gewesen wäre oder wie auch immer, sondern weil einfach die Situation in dieser Erschöpfung dazu führt, dass man alles sein lässt, was gerade nicht notwendig ist, um ins Ziel zu kommen. Also, Kilometer 95 ist erreicht. Gucken wir mal, ob die letzten 5 auch noch klappen. Mega. Ja, und mit den letzten Bildern habt ihr gesehen, wir haben die 100 Kilometer geschafft. Insgesamt an Zeit haben wir 23 Stunden und 25 Minuten gebraucht, von Loslaufen bis durch den Zieleingang wieder reinzukommen. Reine Laufzeit laut meiner Navigation waren so 20 Stunden, 11 Minuten. Das heißt wiederum, wir haben insgesamt an diesen 4 Versorgungspunkten plus dem Zwischenversorgungspunkt doch scheinbar 3 Stunden verloren. Ja, das hat uns echt gewundert. Wir haben nicht das Gefühl gehabt, dass wir so lange Pause gemacht hätten. Also das ist auf jeden Fall so ein Punkt, da werden wir wahrscheinlich in Zukunft noch ein bisschen gucken müssen, dass wir da nicht ganz so lange unterwegs sind. Aber für diesen ersten Marsch war das Ziel, anzukommen. Als wir auf dieser Finisherbank saßen und unser Finisherbier getrunken haben, mit unserer Medaille um Hals, haben wir uns geschworen, nie wieder machen wir sowas. Am nächsten Tag, nachdem wir so ein bisschen ausgeschlafen waren, haben wir miteinander geschrieben und telefoniert und festgestellt, okay, war eigentlich ganz cool, geiles Gefühl, und haben überlegt, wo wir denn das nächste Jahr wahrscheinlich teilnehmen werden. Der Marsch hatte etwa 2000 Höhenmeter am Ende und ist also damit einer der meisten Höhenmetermärsche. Wir werden sicherlich den Stuttgarter nächstes Jahr nicht machen, aber mal gucken. Vielleicht probieren wir mal den Mammutmarsch aus als Gegenveranstaltung sozusagen. Mal zu gucken, wie da die Organisation und die Streckenführung läuft. Das werden wir sehen. Also auf jeden Fall ist klar, wir werden auf jeden Fall nochmal starten und wir werden weiterhin unterwegs sein. Und was ich auf jeden Fall auch mir vorgenommen habe, ist, dass ich bei unserer Streckenplanung für die Übungsmärsche immer mal unterschiedliche Regionen hernehme und euch einfach mal so ein bisschen die Gegend zeige und vielleicht euch mal bei Komoot eine kleine Strecke einstelle oder Teilstrecken, die ihr ganz normal auch wandern könnt. Entweder als Trainingsvorbereitung, wenn ihr selber mal Bock habt, sowas zu machen, oder einfach, wenn es nur darum geht, mal ein paar Kilometer zu wandern in eurem Tempo und einfach rauszukommen. Das ist ja das Wichtigste eigentlich dabei, sich an der Natur, an der frischen Luft zu erfreuen, ein bisschen was für die Gesundheit zu machen, sich zu bewegen und nicht nur auf der Couch zu hocken. Und das Schöne ist, wandern kann jeder. Für den einen ist dann eher spazieren gehen, für den anderen im schnelleren Schritt. Aber das könnt ihr ja für euch vollkommen frei entscheiden. Ich kann euch also nur empfehlen, geht raus, macht was. Ich als absolut unsportlicher Typ habe so angefangen und habe die 100 Kilometer mit ein bisschen Training geschafft und gehöre damit mit meinem Wanderbuddy Carsten zu 351 Teilnehmern, die ins Ziel gekommen sind, von über 1300 Startern. Aber auch hier nochmal herzlichen Dank an allen, die wir begegnet sind, die uns immer wieder begleitet haben, die uns Mut zugesprochen haben und natürlich auch die Menschen, die jetzt vielleicht vorher aussteigen mussten aufgrund gesundheitlicher Probleme oder Fitnessprobleme, der Körper sagt einem schon ganz klar, was geht und was nicht geht. Und wenn es nicht mehr geht, dann ist es gesünder, nicht mehr weiterzugehen. Das Gesundheit steht immer im Vordergrund und jeder kann stolz sein, egal wie viele Kilometer er geschafft hat, allein schon den ersten Schritt gemacht zu haben.
Also, wir sehen uns auf dem nächsten Wandervideo irgendwann. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem ein bisschen Spaß, auch wenn es nicht so viel Videomaterial, sondern mehr Gequabbel von mir war. Und ich versuche das dann aber demnächst immer ein bisschen besser hinzukriegen, mein Equipment noch ein bisschen weiter auszubauen und, weil im Moment ist einfach hauptsächlich mit Handy und ohne extra Mikro oder sowas. Das kommt dann nach und nach, wenn ihr da Bock drauf habt. Also, macht's gut, geht raus, viel Spaß